ÖVP und Grüne haben sich doch noch auf eine nationale Sicherheitsstrategie geeinigt. Doch von der Opposition hagelt es Kritik dazu und zu vielen weiteren Themen, etwa dem FPÖ-Wahlprogramm, das mehr direkte Demokratie verspricht. Darf ich begrüßen Verfassungssprecherin der FPÖ, Susanne Fürst. Herzlich willkommen. Frau Fürst, eigentlich für Ende 2023 versprochen, haben sich ÖVP und Grüne nun doch auf diese nationale Sicherheitsstrategie geeinigt. Sowohl am Inhalt, aber auch am Vorgehen hagelte es Kritik, auch von der FPÖ. Hätte man diese Sicherheitsstrategie Ihrer Ansicht nach gar nicht überarbeiten sollen? Dass man, ich glaube, die alte besteht jetzt ungefähr ein gutes Jahrzehnt, dass man hier eine neue Sicherheitsstrategie erarbeitet, das halte ich durchaus für opportun und für sachgemäß. Allerdings die Vorgangsweise, die die Bundesregierung hier gewählt hat, finde ich absolut unseriös. Hier auch in den letzten Tagen und letzten Zügen einer Regierung hier noch ein Sicherheitspapier hinauszuwerfen, an die sie sich ja selber gar nicht mehr halten können. Es weiß ja niemand, was im Herbst herauskommt. Das halte ich also für ein völlig sinnloses Unterfangen. Ebenso, dass vorher überhaupt keine Information oder Diskussion hier auch an die Öffentlichkeit gelangt ist, dass man niemand informiert hat, das Parlament nicht, die Parteien nicht, aber eben auch die Bevölkerung nicht, welche Richtung hier auch wirklich gewünscht ist. Denn in diesem Sicherheitsstrategiepapier ist ja nun eine deutliche Annäherung an die NATO festgelegt. Ich meine, wir sind, ob es einem passt oder nicht, wir haben immer noch die Neutralität in unserer Verfassung verankert. Sie hat einen sehr, sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung, zu Recht, wie wir meinen. Und hier wird einfach durch die Hintertür die Neutralität wieder ein Stück weit abgebaut, aber ohne es zuzugeben. Mhm. Und das ist unehrlich und unseriös. Es wurde über die Neutralität ja in den vergangenen Monaten sehr stark diskutiert, nicht zuletzt aufgrund des Angriffs der Ukraine von Russland. Finden Sie denn, dass wir in Österreich noch neutral sind? Diese Bundesregierung hat viel dazu beigetragen, die Neutralität zu zerstören. Das möchten wir unbedingt nach der Wahl wieder korrigieren. Und mit uns in der Regierung gibt es auf jeden Fall eine Rückkehr zu einem umfassenden Neutralitätskurs. Weil, wie gesagt, es ist nach wie vor aufrechtes Verfassungsrecht. Es hätte sich auch die derzeitige Bundesregierung daran zu halten. Und wer das ändern möchte, sollte zustehen. Wir wollen es nicht. Für uns ist das auch außenpolitische und auch sicherheitsstrategische Kurs. Wir sind neutral. Wir sind zugleich Mitgliedstaat der EU und der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Aber trotzdem auch innerhalb der EU wurde unser Neutralitätsstatus anerkannt. Und den haben wir auch zu leben. Was bedeutet für Sie jetzt mehr Neutralität? Was würde da geändert gehören? Zum Beispiel das Unterlassen an die Annäherung an die NATO, sei es jetzt durch Sky Shield oder eben auch durch dieses Sicherheitspapier. Ich denke eben genau in dieses Strategiepapier gehört eine Rückkehr und ein Bekenntnis, ein umfassendes Bekenntnis zur Neutralität hinein, dass man sich hier wieder positioniert, denn es hat sich ja nichts geändert nach all den Jahrzehnten, seitdem wir die Neutralität haben, seit 1955. Wir sind immer noch ein kleines mitteleuropäisches Land. Für uns ist die Neutralität die außenpolitische Sache. Wir können nirgendwo kriegsentscheidend sein oder Waffen liefern, sondern wir sollen uns positionieren als Ort für Verhandlungen und Diplomatie und uns aus Kriegen herauszuhalten, die nicht unsere sind. Und die österreichische Bevölkerung zu schützen vor Nachteilen, die aus Kriegen entstehen, die nicht unsere sind. Aber Neutralität an sich würde uns ja nicht schützen. Die Neutralität schützt uns, die ist natürlich immer nur eine Seite der Medaille. Man macht sich damit natürlich auch nicht zu einem Angriffsziel, das muss man schon bedenken. Die Neutralität strahlt ja aus außenpolitisch. Man wird damit nicht zum Angriffsziel. Natürlich kann man sagen, ja, das ist jetzt Theorie, wenn wir angegriffen werden. Aber darum ist die zweite Seite der Medaille der Neutralität auch immer eine starke Landesverteidigung. Und unserer Partei kann man da keinen Vorwurf machen, dass die österreichische Landesverteidigung jetzt über viele Jahre, wenn nicht schon Jahrzehnte, stark vernachlässigt wurde. Wir haben uns immer für ein hohes Budget für die Landesverteidigung ausgesprochen. Dazu stehen wir auch. Die Landesverteidigung muss stark sein. Wir haben immer wieder auf die Schweiz hingewiesen, die ihre Neutralität wirklich abgesichert hat
durch ein sehr, sehr hohes Verteidigungsbudget. Mhm. Das haben wir verabsäumt. Das sind die zwei Seiten der Neutralität. Mhm. Aber beispielsweise wird der Krieg jetzt nicht nur am Land geführt, sondern auch beispielsweise im Netz, also Cyberattacken. Und da, also habe ich jetzt noch nie gehört, dass zum Beispiel ein Krimineller, ein russischer Hacker sagt, oh, Österreich ist neutral, die greife ich jetzt nicht an. Also da Nein, sind wir dann nicht geschützt. Natürlich nicht, aber ich glaube, das kann man jetzt nicht vermischen mit der Neutralitätsfrage. Und die Neutralität verhindert ja natürlich auch überhaupt nicht, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Auch nicht, wie gesagt, mit einer internationalen Zusammenarbeit, gerade bei dem Thema, das Sie angesprochen haben. Das ist ja überhaupt kein Widerspruch zur Neutralität. Aber ein Widerspruch ist, ich kann mich nicht bedingungslos auf die Seite einer Kriegspartei stellen. Man sollte sich auch mittels der EU, sind wir ja indirekt jetzt sozusagen Kriegspartei im Krieg zwischen Russland und Ukraine. Und das ist neutralitätsverletzend. Oder sich an NATO-Projekten zu beteiligen, wie auch Sky Shield und wie gesagt, und auch diese Sicherheitsstrategie, das halte ich für wirklich nicht völlig unseriös und das noch dazu einfach über den Köpfen der Menschen einfach drüber zu fahren und ohne Information einfach zu unterschreiben, wie das ja auch bei Sky Shield der Fall war. Mir obliegt da gar nicht jetzt auch die Notwendigkeit oder die Sinnhaftigkeit von Sky Shield zu beurteilen. Es geht darum, dass man hier im Vorfeld einmal seriös abklären muss, ob es mit der Neutralität vereinbar ist, und das ist es wohl als NATO-Projekt nicht. Mhm. Und man muss die Bevölkerung informieren und hier eine Diskussion darüber starten, damit man hier die Leute auch mitnimmt und das eben wirklich abklärt. Mhm. Oder ob man nicht lieber die Milliarden verwendet und hier in Österreich einsetzt, zu einem guten Teil einfach für das eigene österreichische Bundesheer. Auch zum Thema Gas gibt es Punkte in dieser Sicherheitsstrategie. Die Abhängigkeit von russischem Energieeinfuhren, so wird es genannt, so werden die Gaslieferungen in dem Papier genannt, die soll beendet werden, nämlich im Einklang mit der EU, und das schon im Jahr 2027. Das geht offenbar mit erneuerbarer Energie. Zumindest steht so auf dem Papier. Was sagen Sie denn dazu? Ja, wie das funktionieren soll, wird uns nicht erklärt. Es ist nur der Ausstieg 2027. Das ist jetzt in gut zwei Jahren. Die Bundesregierung offensichtlich schreibt es jetzt rein, weil sie das dann eh nicht mehr verwirklichen muss. Oder ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Ich weiß auch nicht, was es in dem Papier zu suchen hat. Außer dass klar ist, dass es wahrscheinlich ein Abtausch war. Dafür, dass die Grünen einverstanden sind mit der Bestellung vom EU-Kommissar Brunner, haben sie jetzt da hinein reklamiert, unbedingt den Ausstieg aus dem russischen Gas. Da geht es den Grünen ja gar nicht so sehr hier um sozusagen Russland oder Ukraine, sondern es geht ihnen darum, ihre völlig irrationale Energiewende einfach durchzusetzen. Die wollen ja 100% auf Erneuerbares setzen, Sonne und Wind. Und wir wissen alle, dass das ja nicht funktionieren kann. Wir haben übrigens die Gasverträge, die bis 2040 dauern. Ich habe im Ausschuss nachgefragt. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe gefragt, wir zahlen das ja immer noch, das Gas. Der Take-or-Pay-Vertrag. Und wir können da ja auch nicht einfach aussteigen. Ich meine, wir nehmen es nicht, weil wir solche Gutmenschen sind. Aber zahlen tun wir es ja bis 2040 offensichtlich. Also das ist ja völlig hanebüchen. Dass wir die Abhängigkeit von Russland reduzieren, das ist ja alles keine Frage. Aber eben nicht... Ich kann doch nicht erklären, 2027 einen Ausstieg aus dem russischen Gas, wo ich überhaupt keinen adäquaten Ersatz habe an leistbarer Energie, auch für die Österreicher. Es muss sichere und leistbare Energie geben, und da kann ich nicht hier mit irgendwelchen heuchlerischen, moralisierenden Argumenten daherkommen. Die Gegenseite kommt eben mit dem Argument, dass erneuerbare Energie viel leistbarer wäre, und die FPÖ behauptet ja, russisches Gas ist so günstig. Also hier sind die zwei Meinungen quasi prallen aufeinander. Nein, behauptet. Ich glaube, dass das russische Gas jetzt einmal günstig war, das haben wir in den letzten schon Jahrzehnten gesehen. Das hat maßgeblich zur Wohlstandssteigerung jetzt auch noch in den letzten 10, 15 Jahren geholfen, in Österreich und in Deutschland. Ich glaube, das bezweifelt wirklich niemand. Dass uns jetzt die Grünen erzählen, das russische Gas ist so teuer, ja, das ist einfach politisch gewollt. Rational erklärt hat das jetzt noch niemand. Aber gut, die Grünen, Frau Maurer erzählt uns ja regelmäßig, dass Sonne und Wind keine Rechnung stellen, so wie die Gazprom. Also wer es glaubt, wird selig. Also da sind wir im Märchenland. Alle seriösen Experten wissen und sagen uns, dass die Sonne, Windenergie und so weiter, dass das um ein Vielfaches teurer wird. Wir haben das ja auch schon gespürt. Also wie gesagt, die Politik und eine Regierung ist dazu da,
leistbare und sichere Energie zu liefern. Diese Bundesregierung macht das hier nicht mit diesem Papier. Sie bleibt uns schuldig, wie sie das bewerkstelligen will. Vielleicht muss man sich dann auch konkreter die Marktsituation in Österreich anschauen, die ja auch einen erheblichen Einfluss auf die Preise in Österreich hat. Was sagen Sie dazu? Bestimmt. Wie gesagt, ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Ich weiß, es sagen uns wirklich vertrauenswürdige Leute, so funktioniert es nicht. Es wird auch der Ausstieg aus dem russischen Gas 2027 nicht gelingen. Wenn dann vielleicht, dass man formal sagt, ja, wir sind ausgestiegen, wir werden es aber auf Umwegen dann wieder importieren. Unser Weg ist, dass wir das natürlich schrittweise die Abhängigkeit reduzieren, nicht nur von Russland, sondern dann auch möglichst ja, von anderen Ländern. Rohstoffe haben es halt an sich, dass sie nicht nur in lupenreinen Demokratien irgendwie vorhanden sind, sondern vielleicht auch in ja, Ländern, mit denen man nicht so gerne redet. Aber da darf man eben nicht diesen moralisierenden Blick haben und die Abhängigkeit reduzieren, indem wir ja natürlich das möglichst autark lösen diese Frage, aber das muss gescheit gemacht werden, vernünftig und nicht mit irrationalen grünen Vorgaben, die völlig utopisch sind. Ich meine, nur ganz kurz zur Veranschaulichung, ich meine, der deutsche Wirtschaftsminister Habeck hat jetzt gesagt, die Industrieproduktion, die Schwerindustrie auch in Deutschland soll sich nach dem Angebot richten. Und er meint damit nach der Sonne und nach dem Wind. Mhm. Und wenn die Sonne scheint und wenn der Wind geht, dann sollen sie die Produktion hinauffahren. Wenn das nicht der Fall ist, sollen sie es runterfahren. Ich meine, über sowas soll man diskutieren. Gut, dann kommen wir auch gleich zu Deutschland, weil Sie es angesprochen haben. Nämlich hat die AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen historische Erfolge gefeiert, vor allem bei den jungen Wählern. Und es hat dann auch nicht lange gedauert, da wurden die Rufe lauter. Die FPÖ, die soll sich ja doch endlich von der AfD distanzieren, weil diese zum Beispiel in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Und in Thüringen darf der AfD-Fraktionsführer Björn Höcke sogar von Demonstranten als Nazi bezeichnet werden. Ist das nicht abschreckend? Wieso distanziert man sich nicht? Ich sehe überhaupt keinen Grund, mich von der AfD zu distanzieren. Warum sollte sich die Freiheitliche Partei von der AfD hier lossagen, die eine starke, wirklich heimatverbundene Politik mit äußerst vernünftigen Ansätzen vertritt? Alice Weidel ist eine hochintelligente, vernünftige Frau. Und sich hier von einer Partei zu distanzieren, die eigentlich viele auch unserer Werte, nicht alle, aber viele unserer Ideen, auch hier in Deutschland, das ja zweifellos wirklich jetzt in den Abgrund steuert mit der Ampel, die sich diesem Trend entgegenstehen will und auch wieder mit einer stärker wirklich vernünftigen Politik punkten will. Also das wäre ja völlig absurd, sich hier pauschal zu distanzieren. Und schauen Sie, in der Bundesrepublik ist das noch stärker als bei uns. Es wird hier dort der Verfassungsschutz von der Ampelregierung instrumentalisiert. Da wird der politische Mitbewerber, die erfolgreichste Oppositionspartei, wird beobachtet vom Verfassungsschutz. Sie sind in den Handys drinnen, sie sind überall drinnen. Es wird ihnen das Leben schwer gemacht, wie es nur geht. Sie werden nicht geschützt vor Bedrohungen und werden da einfach als gesichert rechtsextremistisch punziert, wo ich nicht weiß, wo diese Kategorisierung herkommt. Und ich wehre mich vehement gegen diese Schublade und gegen diese Ausdehnung des Begriffs Rechtsextremismus. Mhm. Weil das sind Leute, die unsere, und das gilt auch für die Bundesrepublik, die freiheitliche Verfassung dort, das Grundgesetz umkippen wollen zugunsten eines autoritären Systems und die da auch nicht zurückscheuen vor Gewalt. Und das möchte ich jetzt einmal irgendwie bewiesen bekommen, dass die AfD irgendwo für Gewalt, für den Einsatz von Gewalt zur Erreichung ihrer politischen Ziele plädiert hätte. Also Sie sagen, diese Begrifflichkeiten, da ist nichts dran, Rechtsextremismus, das wird wirklich politisch instrumentalisiert? Das wird politisch instrumentalisiert, um hier die erfolgreichste Oppositionspartei, die hier jetzt ja auch in den Anspruch auch auf eine Regierungsverantwortung, zumindest in Thüringen, von der Bevölkerung erhalten hat, um die madig zu machen. Es wird hier selbstverständlich gesprochen, nein, die demokratischen Parteien müssen jetzt eine Regierung bilden und die AfD ist da nicht erfasst. Also das ist eigentlich ein unfassbarer Skandal und man möchte hier damit nur den politischen Wettbewerb
Mitbewerber sozusagen hinausdrängen. Aber haben Sie nicht trotzdem Angst oder Sorge zumindest, dass das potenzielle FPÖ-Wähler abschrecken könnte, dass das quasi dann trotzdem in eine Schublade gegossen wird, weil das zu anders gedacht wird? Das ist die Strategie und ich kann den Leuten das nur erklären, dass sie das durchschauen. Das ist genau das, was gewollt ist. Das ist auch deshalb, dass der Bundeskanzler Nehammer jetzt glaubt, das ist die beste aller Wahlstrategien, dass er jedem erzählt, was nicht die FPÖ, dass nicht wir ein Sicherheitsrisiko seien, dass Herbert Kickl viel zu radikal ist. Auch da bleibt er jede Erklärung, jede sachliche Argumentation schuldig, weil es eben keinen Beweis und kein Argument gibt für einen Extremismus in unserer Partei in irgendeine Richtung. Aber warum stellt man sich dann nicht hin und sagt, man distanziert sich klipp und klar zum Beispiel von Rechtsextremismus? Das habe ich ja auch noch nie gehört von der FPÖ. Man könnte sich zumindest davon klar distanzieren. Das wird so nicht verlangen. Natürlich distanzieren wir uns von jedem Extremismus. Aber ich wehre mich entschiedenst gegen die totale Ausdehnung und Verweichlichung dieses Begriffs. Ich meine, jetzt wird ja das Wort Rechtsextremismus wird ja schon verwendet für eben, wer mehr direkte Demokratie will oder wer mehr Volksbefragungen will. Das wird ja jetzt schon überall oder wer dafür ist, dass wir eben unsere Heimat, dass wir Österreich noch schützen vor völlig unkontrollierter Einwanderung. Das alles wird ja da schon drunter subsumiert und das können wir nur im Pausch und Bogen zurückweisen, das ist völlig unzulässig und das muss man der Bevölkerung erklären, dass sozusagen alles, auch wenn wir jetzt wirklich eben für ein strengeres Asylrecht, eine kontrollierte Einwanderung plädieren und ich denke, die Leute glauben uns das, dass wir das dann auch wirklich umsetzen wollen, das soll jetzt im Vorfeld sozusagen schon schlecht gemacht werden und dass das rechtsextrem sei. Und außerdem eine ganz große Schlagseite ist auch, dass man mit dieser Schublade Rechtsextremismus einfach ablenkt von dem totalen Versagen der Regierung. Das gilt in Österreich und das gilt in der Bundesrepublik genauso. Und dass man damit die wahre Gefahr, die wir überall aufpoppen sehen, nämlich die islamistische Gefahr und auch wirklich die Unterwanderung unserer Gesellschaft, dass darüber geschwiegen wird. Und dafür wird da sozusagen der rechtsextreme Popanz aufgezogen. Damit kommen wir auch gleich zum FPÖ-Wahlprogramm. Die Festung Österreich, die die FPÖ nach der Nationalratswahl dann am 29. September bauen will, soll auch eine Festung der Freiheit sein. Wie passt denn das zusammen? Das passt sehr, sehr gut zusammen. Erstens ist das ein sprachliches Bild, das ich sehr schön finde. Eine Festung Österreich. Wir wünschen es uns auch für die EU, für Europa. Aber wir sind einmal hier souverän in Österreich. Und das steht dafür, dass wir unser Land sozusagen bewahren wollen, unsere Werte, unsere Grundordnung bewahren wollen. Und da muss ich eine Kontrolle an den Grenzen aufziehen. Denn ein Land, damit es als solches bestehen bleibt, braucht einmal den definierten Raum. Wir müssen die Grenzen einmal jetzt überhaupt schließen und nicht nur kontrollieren. Wir wollen unsere Kultur, unsere Identität bewahren, daher auch die Bevölkerung sozusagen vor allzu großer Einwanderung, die wir aber jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten, aber dann seit 2015 noch einmal sprunghaft angestiegen, leider gesehen haben, sodass wirklich unsere Gesellschaft vor einer großformatigen Umwälzung betroffen ist. Und das wollen wir verhindern. Geplant ist auch mehr. Die Festung der Freiheit. Ja. Ja, natürlich, für die, die drinnen sind. Also wir wollen eine Festung. Österreich steht für mich, dass wir das Schöne, was in Österreich ist, das, was wir bewahren wollen, dass wir das schützen. Und das ist ja eine größere Freiheit für die Österreicher. Denn derzeit wird ja unsere Freiheit, unser Bewegungsraum, gerade auch für Frauen, von Jahr zu Jahr geringer. Weil einfach, wenn die innere Sicherheit, also wir haben die äußere Sicherheit leider nicht, aber die innere Sicherheit, für die der Staat aber zuständig ist, die erodiert. Das erzählen uns jetzt auch im Wahlkampf die Leute massenhaft und auch gerade Frauen, die sich am Abend nicht mehr auf die Straße trauen. Und das sind aber jetzt nicht irgendwelche unfundierten Ängste oder geschürte Panik, sondern das ist hier, das ist massive Bedenken, die ihre Berechtigung haben. Wir haben die ansteigende Kriminalität. Und das wollen wir reduzieren und damit sozusagen aber die Freiheit der Bürger bewahren und wiederherstellen.
Die direkte Demokratie soll auch eine zentrale Rolle spielen in Form einer Volksinitiative, die dann auch Auswirkungen auf Gesetze hat. Können Sie mir erklären, wie genau ist denn das geplant? Das ist dann quasi wie eine Volksabstimmung, wo das Gewählte dann direkten Einfluss auf das Gesetz hat? Die direkte Demokratie ist schon ein großes Thema für uns seit langer Zeit. Ich sehe sie jetzt eigentlich als so dringlich an wie noch nie, weil sowohl auf EU-Ebene als auch bei uns in Österreich einfach dieses Auseinanderklaffen zwischen den Interessen, Sorgen und Anliegen der Bevölkerung einerseits und der Regierungspolitik andererseits so groß ist wie nie zuvor. Befürchte ich. Die Menschen fühlen sich da nicht mitgenommen und sie sind es auch nicht. Es wird drüber gefahren und ihre Sorgen und Ängste werden lächerlich gemacht und zum Teil werden sie dafür auch so mit uns gemeinsam ins rechtsextreme Eck gestellt, wenn sie in Österreich noch bewahren wollen und unseren Lebenswandel und unsere Werte. Daher haben wir das auch hier konsequenterweise wieder in unser Wahlprogramm aufgenommen. Wir wollen vor allen Dingen auch Volksbefragungen erleichtern, um einfach mehrheitsfähige sozusagen auch Meinungen einzuholen, dass sich die Menschen auch beteiligen können und ihre Meinung äußern können, dass die Volksbegehren aufgewertet werden, die ja gerade in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen haben. Das heißt ja auch etwas. Die Menschen wollen ihre Meinung ausdrücken. Das ist auch ihr legitimes Recht. Und auch die Volksinitiative, die Sie angesprochen haben, das soll punktuell, es soll keineswegs, wie dann gleich wieder uns vorgeworfen wird, die parlamentarische Gesetzgebung in irgendeiner Form aushebeln, sondern es sind punktuell und auch unter hohen Hürden, weil eine Volksabstimmung, das muss man einmal zusammenbringen und da dann auch eine Mehrheit schaffen, sollen hier Gesetze auch sozusagen Ideen von der Bevölkerung direkt beschlossen werden können. Was wären das dann zum Beispiel für Gesetze? Was könnte man da für eine Frage stellen? Die Bevölkerung kann da genau sich mit denselben Themen befassen, wie wir das im Parlament tun. Ich nehme an, bei großen Anliegen, bei großen Themen, man könnte jetzt auch den Sicherheitsbericht hernehmen, Annäherung NATO, ja oder nein. Mhm. Also, wie gesagt, es geht hier um Diskussionen anstoßen, Meinungen einholen. Der Vorteil der direkten Demokratie ist ja immer, dass es dann zu einer großformatigen Diskussion kommt. Da sollen die Leute dann auch informiert werden, pro und contra, möglichst sachlich und sollen sich dann eine Meinung bilden. Mhm. Und ich denke, das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz aktuelles Thema. In welche Richtung soll außenpolitische Sicherheitsstrategie Österreichs gehen? Frau Fürst, Sie machen sich auch stark für eine Aufarbeitung der Corona-Zeit. Die Regierung, die würde aber sagen, naja, das hat es ja eh gegeben. Was hat Ihnen da gefehlt? Ja, das ist sehr lustig, wenn der Bundeskanzler Nehammer jetzt auch wieder meint, kurz vor der Wahl, ja, es seien ja Fehler passiert und ja, aber es ist eh aufgearbeitet worden und Österreich habe alles evaluiert. Ja, nichts ist passiert. Es ist um viel Geld ein Evaluierungsbericht herausgekommen. Der ist dann, als die ÖVP die Not in Dosen hatte nach der Wahl in Niederösterreich, haben sie den aus dem Boden gestampft. Da sind dann nur genehme Experten irgendwie, wie wir das ja schon vorher kannten in den Corona-Jahren, zu Wort gekommen. Haben eigentlich gesagt, dass die Regierung jetzt nicht wirklich viel falsch gemacht hat. Ja, da ein bisschen zu viel und da ein bisschen zu lange die Schulen geschlossen. Aber das hat man ja alles nicht wissen können. Das heißt, sie haben das eigentlich alles nur falsch kommuniziert. Und als Dank eigentlich für die Menschen, die im Nachhinein Recht behalten haben und diese Corona-Maßnahmen heftigst kritisiert haben, aufgrund der schädlichen Auswirkungen, sind die im Sektenbericht gelandet. Viele alternative Medien, die berichtet haben. Ich glaube, auch wir finden uns darin. Also das war der Dank dafür und das Ergebnis der Aufarbeitung. Es findet keine Aufarbeitung statt. Wir wissen so viel jetzt auch schon aus den USA, aber auch aus der Bundesrepublik. Die RKI-Files, wo wir gesehen haben, folgen Sie der Wissenschaft, kann man nur sagen, haha, anders kann man es nicht eindrücken. Mhm. Sondern es ist jetzt bewiesen, dass die Politik Einfluss genommen hat auf die Wissenschaft. Es sind nur diejenigen zu Wort gekommen dann, die den politischen Wünschen nachgekommen sind. Es hat keine Evidenz gegeben für die Maskenvorschriften, für die Lockdowns, für die Schulschließungen. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Im Gegensatz sind diese Maßnahmen dann noch dazu zeitlich so extensiv verhängt worden, obwohl die Wissenschaft, muss man sagen, sich mehrheitlich dagegen ausgesprochen hat und die Politik hat das offensichtlich auch gewusst. Jetzt glaube ich nicht,
dass das in Österreich so anders gelaufen ist wie in der Bundesrepublik. Mhm. Jetzt geht es einerseits um diese Aufarbeitung, wobei es mir da nicht um Rache geht. Ich meine, es geht um Gerechtigkeit, Entschädigungen, Aufarbeitung. Ich finde das aber auch deswegen besonders wichtig, damit sich das Ganze nicht wiederholt. Mhm. Und zwar jetzt im Namen von einem anderen Virus, einer anderen Pandemie, aber auch, wir sehen ja die Schritte schon, erstens diese Zensur, diese Verengung der Meinungsfreiheit in allen Diskussionen, auch jetzt, was man sagt, Russland-Ukraine-Krieg und so weiter, man darf keine alternativen Meinungen mehr haben, wer sich für die Neutralität stark macht, ist, also es wird immer sozusagen, es werden Diskussionen unterdrückt. Und auch in der kommenden, beziehungsweise jetzt schon stark angelangten Klimadebatte gehen wir schon in die Richtung, dass man sozusagen hier mit den Begleitmaßnahmen, dass man sagt, naja, eigentlich werden wir den Klimawandel nur bekämpfen können mit Beschränkungen und Verboten und Grundrechtseinschränkungen. Das ist ganz ein gefährlicher Weg. Und wir haben auch hier wieder die Parallele zur Wissenschaft. Alle Wissenschaftler, die die Vorgaben hier sozusagen der Grünen, die aber von allen anderen Parteien aufgenommen werden, bezweifeln, kritisieren, nicht gehört werden und auch hier wieder nur die politisch genehmen Experten zu Wort kommen. Frau Fürst, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.